Ah, du musst ja nicht direkt über das Reim wieder. Guten Tag, Freunde. Wir sind heute wieder im Park. Zweites BMX-Video. Erstmal ein fettes Danke. Das erste Video. Fucking 20.000 Likes. Ich glaube, das war der Rekord bei mir. Deswegen schaffen wir das vielleicht. Nee, nochmal nicht. Aber ihr könnt trotzdem alle den Daumen nach außen. Freunde, heute gibt's den ersten Trick, den wir wieder lernen, den ich damals konnte. Und zwar ist das folgende. Einmal beide Hände vom Lenkrad weg in der Luft. Wir sind extra um 9 hierher. Hinter der Kamera ist übrigens Passi. Hallo. Komm mal ein bisschen näher. Machst du es mit dem Fahrrad? Kann ich auch machen, nein. Freunde, das Ding ist, wir gehen extra um 9 hierher, weil wir denken, hier ist kein Schwein. Und dann dreht auf der anderen Hälfte vom Skatepark dahin das Kika, Kinderfernsehen. Heißt das das Kika? Der Kika? Die da ist der Kinderkanal. Der Kinderkanaltreter. Ist wundervoll. Ich habe gedacht, wir sind allein. Aber nein, das heißt, wir haben erstmal nur die eine Hälfte. Aber ist egal, weil da will ich das eh machen. Und deswegen würde ich sagen, erstmal eine Runde einfahren. Und ich bin so gehypt. Das ist so geil. Let's go. Leute, das Lustigste ist, meine Mutter hat mir meinen Helm zugeschickt. Den habe ich vor 10 Jahren gekauft und mittlerweile ist mein Gehirn ja gewachsen, deswegen, okay, es ist nicht gewachsen, aber mein Kopf ist trotzdem größer geworden. Ich bin gespannt, ob er noch passt, ich glaube nicht. Den werden wir dann auf jeden Fall anziehen, wenn wir unseren schönen Trick versuchen und ja, ich fahre mir jetzt, ne, ich kann nicht reden. Ich fahre mir jetzt erst, Alter, ich fahre mich jetzt erstmal ein. Rappelmil, rappelmil, rappum. Bitch, I got problems, oh problems, oh problems, oh problems, oh problems, oh problems, oh problems, I'm going through the money, depression, we call it, I'm going through the lessons, I feel like I'm falling, the journey is back, tell me I'm garbage, I'm going through something that's... Ich hab alles verlernt. Okay, doch nicht verlernt. Ich hab eine Fliege im Auge. Okay. Oh Junge. Leute, übrigens haben wir uns verabredet mit ein paar Leuten, die gleich herkommen und dann frühstücken wir hier gemeinsam. Und wir machen ein paar Fotos und wir machen ein paar... Nix. So, jetzt 360 Grad Drehung in der Rampe erstmal wieder probieren. Dann den Felgi. Felgi ist einfach rückwärts. Zum Mond. Cool. Ja, es ist so warm. Ist egal. Ah, hat geklappt. Auch wenn es kribbel war. Heute wird ein guter Tag. Ich fühle es. Wir müssen den Daumen nach oben lassen, dann wird noch ein besserer Tag. Gut, wir werden jetzt hier mal versuchen, also das Ding ist, den No-Hand, den würde ich gern hier machen. Die Frage ist ob hier genug Platz ist wegen dieser scheiß Kante. Deswegen gucke ich erstmal, wie ich rausspringe, ob das überhaupt möglich ist, aber eigentlich ist alles möglich. Solange du wild bist, sei wild, gefährlich und wild, komm, Skateboardfahrer, ich raste aus. Ah, Philipp Dorset auf dem Skateboard, das habe ich auch noch nie gesehen. Was ist denn da los, Alter? Prominenz. Moin, moin. Kannst du bitte kurz sagen, was die Leute bei diesem Video auf jeden Fall machen müssen? Abonnieren, liken und mich auch abonnieren. Das geht. Alles gut, Mann. Hey, Passi. Okay, wir gucken mal, ob das hier überhaupt möglich ist. Oh. Ist schon wenig Platz, das ist das Problem. Ja, hier vorne ist übelst also, wenig, ne? Wenn ich gut rausspringe, dann sollte es eigentlich machbar sein. Ich habe heute mein Tape vergessen für meine Finger. Es ist ein ganz schlimmer Tag. Der nächste Gast kommt. What's up, what's up? Freunde! Hallo, meine kleine, schöne Maus. Es geht als frisch. Ist es nicht schön, wenn man auf der Kamera es drauf hat, wie sich jeder begrüßt. Das zeigt, dass wir alle Freunde sind, aber eigentlich hassen wir uns. So ist es. So ist es. Diese Seite. Okay. Hat keiner gesehen. Das
wird. Ja, nichts wird, wird. Ich halte jetzt mein Maul. Ich will einfach, dass sie gehen. Kika, was soll das? Spaß, wir haben euch lieb. Weil ihr dreht für unsere Kinder. Schöne Sachen. Ich bin der aus der BMX-Gang. Ich bin so behindert, ey. Wagst du es eigentlich, das 300-Euro-T-Shirt zum Putzen zu nehmen? Okay. Läufst du da so komisch runter? Ja, weil ich nicht hinfallen will, du Arsch. Okay. Hallo. Achtung, ich bin Mo. Mega geil. Mega, Alter. Nee, cool. Lass einfach hier liegen und Frühstück jetzt. Juhu. Was haben Sie zu sagen? Jetzt ist auch ein Skater da und die Kika-Menschen haben sich ein bisschen nach links bewegt, weil die dachten, es ist keiner da um die Uhrzeit, aber kann ja nicht jeder arbeitslos sein wie wir. Oder? Nee, läuft gut. Ich würde eigentlich so gerne den No-Hand hier noch machen. Wir müssen halt gucken, ob das mit dem Platz hinhaut. Aber wir versuchen es. Let's go. Mach jetzt einen Salto, Junge. Ich will sehen, dass du nicht in die Fresse liegst. Okay. Okay, Freunde, jetzt kommt was richtig Dummes. Das haben wir damals sehr oft in der Kindheit gemacht. Ich bin immer noch Kind, ich halte es mal weg. Okay, warte. Ich muss ein Stück näher ran auf jeden Fall. Warte, noch ein Stück näher. Ich bin viel zu weit nach vorne auf jeden Fall. Ich sag, wenn du los bist, ja? Ja. Jetzt. Ich probiere es jetzt einfach mal. Hier ist sehr wenig Platz. Also alle Leute, die BMX fahren, die können mich vielleicht verstehen, wenn man lange nicht gefahren ist, aber... Mal lucken! Es hat jemand gesagt, ihr habt Himbeeren dabei. Das sind Heidelbeeren, die Autisten. Mo hat es falsch gesagt. Ihr seid alle dumm, ne? Film mal kurz, weil jetzt wird's witzig. Ich hatte den vor 10 Jahren geholt. Es sieht jetzt gleich witzig aus. Genau. Aber mein Gehirn ist ja gewachsen, ja? Nee, so nicht. Du hast einfach nur Wasser im Kopf. Ich würde ein bisschen Was? Ah, du musst da nicht direkt über das Reim wieder. War das Gold? Kannst du den bitte immer anziehen, auch wenn du aus? Bus fährst? Kann ich einkaufen? Das ist wie dieses Kind, was immer hinter Busfahrer sitzt mit so einem Helm. Boah, ich weiß, ich sehe dumm aus, aber... Oh mein Gott! Hätte ich nicht gedacht. Okay, noch einen. So wenig Platz. Kannst du nicht loslassen, wenn du hier fährst. Freihändig fahren ist saugefährlich. Tut mir leid. Ja. Ey, krass. Einfach so, mal wieder. Kann man mal machen. Mach jetzt einen Salto. Bald. Nur wenn du den Daumen oben da lässt. Krank! Hat das jemand gefilmt? Ja! Ja! Alles gut. Ich wollte mich nur noch geiler abrollen, damit es gefährlicher aussieht. Freunde, ich kann es gar nicht glauben, dass es einfach wieder geklappt hat. Es freut mich so!
Nee, jetzt mal ohne Witz. Ich find's so geil, mit euch gemeinsam einfach wieder auf das alte Level zu kommen. No Hand hat geklappt. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wir werden jetzt direkt das nächste Video rausballern mit noch einem neuen Trick. Wenn er klappt, der ist ein bisschen gefährlicher. Das heißt, bei dem Trick könnte ich mir den Lenker in die Eier hauen. Passiert halt. Daumen hoch. Freut euch auf mehr, Alter. Ich bin so gehypt auf diese Scheiße. Yes. Oh, ich bin so froh.